Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Dead by Daylight und wir sind in veränderter Form hier zugange. Wer ist das? Kunterbunt. Kunterbunt, liebe Grüße. Ja, Curry ist nicht da. Wir haben Curry rausgeschmissen, ne? Der Curry hat genervt. Der war Streit scheiße. War real. Charakterlich, ja. Das war alles echt. Wir haben euch geprankt. Gedacht, nee. Ja. Was? Ich wusste schon immer. Nee, der Curry ist einfach, wir wollten zuerst erzählen, dass er gerade keine Zeit hat, dass er erst später wieder in späteren Runden dazukommt, weil er heute gar nicht da ist, aber die Wahrheit ist einfach, Curry ist halt kacke, deswegen haben wir gesagt, mach mal ohne. Ist halt viel geiler dann. Ja, das habt ihr euch ja auch alle gewünscht da draußen. Ja, das stand ja auch in den Kommentaren zahlreich, ja. Bitte spielt weiter, aber dann ohne diesen komischen Holländer. Ja. Stand ja da. So. Der alte kibbeligen Lutscher. Mit lieben Grüßen, eure Frauke Petri. So. So, wir sind... also wir spielen jetzt erstmal ein paar Runden ohne Curry und der ist gerade mit dem Zug schon unterwegs zu uns. Genau. Oder der Geist übrigens. Habt ihr gehört? Oh, Geist. Ja. Geist ist am Start. Der Logist. Chancen sind groß. Wieso habe ich eine Taschenlampe? Die finde ich aber kacke. In dieser Karte finde ich immer nie richtig Generatoren, aber das Glück ist hold. Ich habe heute mal bei dir reingeguckt, ne? Und ich finde, es sieht bist bei dir... Bist du Proktologe oder was? Alter, als du baden warst, habe ich mal bei dir reingeguckt. Nein, oh, ja, ich habe bei dir reingeguckt, bei dir sahen die Folgen irgendwie viel heller und klarer irgendwie aus und auch nicht so neblig wie bei mir. Kann das? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Kann ich nicht sagen. Nicht geil. Nein, ich bin schon wieder der Erste. Schon wieder. Das ist voll selten. Ja, aber immer in diesen Together-Runden kriege ich mal als Erster aufs Maul. Renn in meine Richtung, ich werde dich retten. Ich habe eine Taschenlampe. Oh. Ja, oh fuck. Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich hätte mich fast verstecken können. Weißt du ich was? Bin aber in deiner Nähe. Probier's jetzt mal. Aber ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es nicht der Tobi ist. Und noch bin ich gut drauf. Wenn mir das dreimal passiert, dann hasse ich alle. Ich glaube, Curry ist schuld daran. Curry ist der Geist übrigens. Wo ist Curry, er denn? Was hast du eigentlich dazu? Oh, komm lang, hallo, Schoppler. So, oder ich bin im Keller? Oh nein, nicht im Keller. Ah, im Keller, okay. Das finde ich so nicht so geil. Campt er? Vorsicht, der Geist ist hier, schönen guten Tag. Er muss erstmal rauskommen aus dem Keller. Oh! Ich geh ihn holen. Okay, ja, die Pan ist jetzt wieder ins Haus reingegangen. Oh? Was Huch, was ist denn hier los? Hä, ich fliege bei mir weg. Wo ist was? Was ist los? Wo bist du denn? Hallo? Ich bin gerade durch den Boden. Ich bin aus dem Haus rausgeflogen und fall jetzt endlos in den Boden. Was ist denn jetzt los? Wo willst du denn? Ja, ich glaube, es hat geklappt. Ah, das hat nicht. Das war. Was ist denn jetzt los? Hallo? Hilfe für ein Spiel. Was ist denn hingeflogen, Alter? Ich bin weg. Ich habe nichts mehr. Ich fliege außerhalb der Karte irgendwo nach unten. Und ruft die ganze Zeit nur noch. Aber ey, theoretisch gesehen, wenn jetzt alle sterben von uns, ne, haben wir echt gewonnen. Ja, eigentlich schon. Also mich kann er nicht mehr holen. Nee. Ja, Freunde, das war die kürzeste Runde, die ich jemals erlebt also, habe. Also, ich hänge jetzt, ich bin so verpeilt. War mein Fehler, war echt ein Fehler jetzt gerade. Okay, so. Er ist durchsichtig und ist lungert hier bei mir rum. Okay. Was? Ah, nein, er ist bei mir. Ah, komm. Was? Was war das denn schon wieder? Alter, ich verstehe es nicht. Was ist da los? Ich verstehe es einfach nicht. Ah, cool, danke schön. Das war, glaube ich, Tobi, bist du das oder ist das Kunterbunt? Das war Kunterbunt, glaube ich. Oh, die Pan schon wieder. Das ist nicht so gut. Boah, oh nein, wenn ich sterbe, verliere ich doch alles. Aber wie soll ich denn jetzt nicht sterben? Hä? Das ist strange. Aber wir wissen ja, der Badella hat keine Bugs, wissen wir doch. Wie ich das mit dem Keller erstmal nicht gecheckt habe gerade. So was soll ich jetzt machen? Ich verliere doch alle Items und alle Punkte dann. Hm. Also ich verliere dann wieder eine Stufe quasi. Dann müssen wir jetzt einfach gewinnen. Der hat vorhin den Salto gemacht. Ja, aber man kann nicht gewinnen, solange ich außerhalb der Karte fliege, weil ich kann ja nicht flüchten, weißt du? Ach so, ja stimmt. Das ist aber echt das Scheiße, ne? Ja, ich muss eigentlich abbrechen jetzt. Also. Und ich sehe irgendwie. Ja, aber du kannst auch nicht zugucken, ne? Nee, kann ich nicht. Ich sehe nur Himmel und Mond. Mehr okay, nicht. Das ist scheiße. Das ist richtig kacke gerade. Pan ist da bei dir? Jetzt gerade nicht, aber der kann sich ja durchsichtig machen, deswegen bin ich gerade nicht so sicher. Ah, der ist bei dir. Stopp. Der ist gerade so quasi an dir vorbeigelaufen. Also so in durchsichtiger Form. Da, wo der Generator ist, den siehst du wahrscheinlich gerade, ne? Ja, der ist gerade an mir vorbeigelaufen, der Typ. Ja. Kommt zu dir? Das finde ich ganz gut, ja. Ich recover gerade schon. Recover. Ich brauche nur einmal, damit ich wieder laufen kann. Hä? Ich kann... Ja, hallo? War jetzt.
Boah, das Gebrüll geht mir langsam auf den Sack. Ihr hört das gerade nicht, aber die schreit die ganze Zeit durchgehend. Das geht aber so auf den Sack. Ah, danke. Jetzt gehe ich immer da vorne holen. Was mache ich jetzt? Erzählt mal ein bisschen mehr, was passiert. Und dann hole ich mir gleich da vorne noch was. Die Pan. Rettest du Kunterbund, ja, ne? Ja. Okay. Oh, der Geist ist hier. Der Geist ist hier durchsichtig. Oh, nee. Wieso verkackte Kackgeist, ey? Oh, ich hör's. Hallo? Das kann doch nicht wahr sein. Hallo? Oh, ich kann sogar crouchen, dann sehe ich mich mehr. Heb die Hände in die Luft. Es sollte eine Selbstmordfunktion geben. Dass du dich ja, jetzt irgendwie, oder irgendwie so eine Reset-Funktion oder irgendwie, falls sowas passiert. Das musst du doch checken. Ja. Also wir sind gerade noch in der Vorproduktion, muss ich nochmal sagen, für die Gamescom. Wir werden aber, so wie es aussieht, das neue Update noch rechtzeitig mitkriegen. Genau, das soll ja Ende August erscheinen, ne? Du bist tot? Tobi hat uns da informiert. Ja, ich bin tot. Ich habe Scheiße gespielt. Ich habe richtig Scheiße gespielt. Ja, passiert. Die erste Runde sind wir alle irgendwie immer schlecht. Ja, und wir sind ja auch alle. Also ich finde schon, das ist gerade so ein bisschen unter Zeitdruck mit dem Vorproduktion. Naja, das ich bin das noch nicht in der Form. Ja, aber ich bin es nicht in der Form gewohnt. Warum ich ärgere das gerade nur. Bei mir die ersten 10 Minuten der Folge haben wir noch Scheiße hier gerade. Wie so ein beschissener Himmel. Und die alte brüllt nur. Und ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Kunterbund ist auch tot. Und ich finde der Killer. Ah, jetzt sehe ich dich. Ja, guck mal hier. Einfach nur Himmel, ja. Das ist alles, was ich sehe, und die berührt die ganze Zeit nur. Unter der Map, Scheiße. Ja. Das heißt, ja. Ich bin jetzt noch der Einzige. Das ist aber nicht schön. Ja, du bist der Einzige. Tobi, du musst es reißen. Ich würde dir gerne helfen. Vergiss es, vergiss es. Schönen guten Tag. Oh. Oh Mann. Der wird mich nie kriegen. Der wird mich nie kriegen. Huch! Oh, ich habe jetzt Disconnect. Nimm mich interessiert. Oh, schade, mich würde nämlich gerade interessieren, wie der Killer reagiert, wenn er sieht, dass du dich nicht kriegst. Hallo? Bei mir ist alles eingefroren. Ich habe hier nicht mal die Maus und gar nichts. Ja, ich glaube, es. Boah, ist das ein Abfuck gerade. Hä, aber den Geist höre ich. Tobi ist gerade nicht schlecht. Schade. Ja, ich würde das gerne bestätigen. Also ich kann es für dich kommentieren. Der Tobi, der ist jetzt gerade hier im Bus und der Geist hat sich durchsichtig gemacht. Der hat sich quasi vor den Augen des Geistes versteckt und der Geist hat ihn nicht gesehen. Ah, cool. Wie viele Dings brauche ich denn hier? Ich brauche 2 Generatoren, bis ich die scheiß Luke sehe. Ah, fick mich doch. Ah, noch ein bisschen. Entschuldigung. Kaum ist der Curry nicht da, Alter, Tobi Bestform. Also die fast Bestform, ist ja die erste Runde. Ist ja die erste Runde. Alter, guckst du dir an, wie der Tobi hier einfach ruht. Komischerweise bin ich disconnected, aber ich sehe trotzdem noch, dass du den Generator noch, dass er den Generator gemacht hat gerade. Hä? Krass. Obwohl ich disconnected bin. Also, Dead by Daylight, all bugs fixed. Final Version. Wie war das immer bei Forrest? Was hast du da immer gesagt? Ah ja, alles gefixt, gar kein Problem, ne? Alles gefixt, gar kein Problem. Eine nächste Runde wird besser. Das läuft hier. So, ich freue mich einfach für den Tobi, auch wenn's. Ja. Guck die heutige Folge lieber beim Tobi auf dem Channel. So. Oh, vielleicht finde ich ja die Däumchen. Lass doch ein Däumchen da. Oh Gott. Nee, aber ich kann dir sowieso auch mein Material geben. Zumindest von dem, was der Tobi jetzt macht. Dann kannst du es reinschneiden. Ja. Ja, doch. Das kann ich machen. Damit die Leute sich nicht allzu sehr langweilen. Ja. Ich kann jetzt nicht mehr scrollen. Ich bleib jetzt einmal hier sitzen. Aber davon seht ihr nur Teile. Bei Tobi sieht man dann das Ganze. Ja, Tobi ist. Hallo! Tobi lohnt sich. Scheiße! Oh, jetzt blutet der Tobi auch noch. Das sieht man gerade nur bei ihm auf dem Channel. Aber er spielt gerade echt gut. Ah, das ist so ärgerlich gerade. Nein! Oh, leck mich doch, Alter. Oh, bist du hingefallen. Ja, es ist doch scheiße. Boah, wie langsam er da leidet. Hä, was macht er denn jetzt? So, wollte ich sagen. Boah, so eine Drecksau! Ach, so einer ist das wieder. Einer, der dich angeilen will die ganze Zeit. Ja, weil, komm, nimm mich hoch auf deine Schultern, du geile Sau. Ja. Das ist ein geiler Geist. Da war doch ein Haken. Was macht der Geist? Da war ein Haken. Vielleicht will er, dass ich mich frei bringe. Der will Punkte farmen. Was denkst du denn? Das kann natürlich auch passieren. Dann soll er mich mal loslassen. Hey, lass mich mal los, Mann. Hey. Der Chatzer ist ja gerade ab. Hä? Alter, hä? Der hat dich gehen lassen, oder was? Lauf! Was passiert? Das ist unmöglich. Ist das jetzt dein Ernst? Ding Dong, was die Tür klingelt oder was? Der will Punkte farmen, Alter. Ist doch klar. Das verfolgen dich, glaube ich, auch Punkte. Ja. Scheiße, ich habe das Ding doch nicht. Oh, fuck. Aber Tobi farmt ja gerade auch Punkte dann. Ja, klar, das ist doch super.
Hey. Ja. Ach, scheiße. Oh Gott. Pan, was ist denn los? Er ist gerade so eine Verfolgungsjagd. Jetzt wird's gerade ein bisschen ruhig. Nee, doch nicht. Ach, scheiße. Kann man den Spieß mal umdrehen, dass man den Geist verfolgt, eigentlich? Ich glaube nicht. Aber es wäre lustig, wenn es gehen würde. Findest du irgendwie ein Messer? Tobi braucht gerade eine ruhige Ecke, um sich zu heilen, aber der Geist lässt den ja nicht. Ah, okay. Ah, da. Ach, fuck you, Alter. Ach, oh, scheiße. Hä, hat der um die Ecke gehauen, Alter? Schade. Das ist echt scheiße, wenn man einmal wenn der Geist einen, also wenn der den einmal hat, ne, dann hast du echt verloren eigentlich. Ja, Wenn er dich jetzt wieder gehen lässt, dann weißt du aber Bescheid, dann ist wirklich Punkte farmen die ganze Zeit. Wiggelst du überhaupt? Ich höre dich gar nicht tippen. Ah ja, doch. Ja, er farmt Punkte. Ja. Das ist dein Ernst, Junge. Komm, lass mich doch noch einmal an den Generator zurück von vorhin, bitte. Bitte nur einmal. Er will Punkte farmen, er will ja nicht, dass du Punkte farmst. Ey, lass mich doch, Alter, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ja! Hat er dich liegen lassen und wimmelt gerade seine Glocken oder was? Ja, er spielt gerade mit ihm. Ja, ach komm. Was ist das denn? Ja. Aber das Ding ist, er kommt jetzt eh gleich wieder hinterher. Ja, natürlich. Ja, aber Tobi farmt eigentlich auch gerade gut Punkte. Das finde ich gut. Will ich aber eigentlich gar nicht. Ich will gewinnen. Ich will, dass der Geist am Haken hängt. Muss das in dieser Runde sein? Ich sehe nichts. Ich will das ja, das sehen, ist halt echt scheiße gerade. Hau doch mal ab, Mann. Okay. Natürlich. Jetzt wiggle einfach nicht mehr. Wiggle einfach nicht mehr, wenn er dich trägt und dann muss er dich ja irgendwann an den Haken hängen. Es sei denn, er will ja noch 20 Minuten rumstehen. Ich glaube, das ist sein Ziel, ja. Wahrscheinlich. Und wenn der Tobi auch nicht flüchtet und kauft, dann... Was macht der denn da? Was jetzt? Will der Generator kaputt machen oder was? Hä? Geht das? Kann man den Generator kaputt machen? Ich glaube nicht. Nein. Hä? Wär aber cool. Ist ja doof. Oder ist es irgendwas, was wir nicht verstehen? Alter. Retardo, der Geist. Kriegt der Punkte, wenn er mich aufhebt? Weiß nicht. Dann würde ich den ganzen Tag hinschmeißen, was aufheben, macht hinschmeißen, der denn aufheben. Da? Ich weiß nicht. Ich versuche ihn immer frei zu wickeln, komm. Er möchte dir sagen, hier, mach den Generator. Mach ja, doch das mal kann den sein. Generator. Ja, das kann sein. Okay, dann geh ich mal AFK. Ich hab grad Hunger. Das Ding ist halt, er sieht halt auch sofort, wo ich langlaufe, ne? Mach doch den Generator, wie er wollte. Ja, mach doch einfach. Mal gucken, was er macht. Wenn du auch stehen bleibst, Generator machst, mach doch einfach. Wenn er dich lässt, ist doch super. Boah, ich wünschte, der Tobi könnte sich deiner irgendwie verstecken. Aha. Huch. Ja, das ist hier gerade auch wirklich nur ein Punktefarm. Das ist aber auch nicht, da ist nicht viel Spielspaß dabei. Der weiß nicht, wo ich bin. Der weiß nicht, wo ich bin. Oh, cool. Das ist dumm, das ist dumm. Von ihm oder von dir? Ja, Tobi, ja. Kannst du dich heilen? Oh, scheiße. Oh Gott. Oh, er weiß natürlich sofort wieder, wo ich bin, Alter. Ist das dein Scheiß? Er ist so Pissbirne. Sackgesicht, Alter. Wie gesagt, du kannst ja ein bisschen Material von mir haben, dann ist das nicht hi. So. Ich komm, Junge, jetzt gerade nicht kommentieren, weil dieses Material, selbst wenn ich hier was reingeschnitten habe, sehe ich das natürlich gerade nicht. Deswegen schütze ich ja jetzt. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Komm, jetzt häng mich auf, Alter, bitte. Häng mich. Ja, wiggle einfach nicht. Dann nee, ich weiß mal gar nichts. Wahrscheinlich fliegt er gleich wieder auf den Generator. Hat er gerade schon. aber er geht, glaube ich, jetzt mit mir irgendwo hin. Was macht er denn jetzt? In seine Hütte. Oh, engt mich. Ja, oh, nee, ist nicht wahr. Ist das schön. Ich kann aber noch was reinhören. Vielleicht kann ich ja den Fluchtversuch noch starten. Boah, ich glaube, das bin ich nicht. Sieht gerade nicht so gut aus. Schade. Fuck. Und er bimmelt wieder seine Glöckchen. Ja. Das ist so knapp gewesen, weil der eine Generator halt fast gemacht war. Komplett. Schade. Ich hätte gerne eine wundervolle erste Runde. War super. Das war. Oh ja, oh jetzt kannst du durch eine Luke. Jetzt kannst du durch drei oder Luke. Was? Hä? Was? Hey, ich kann noch zuschauen. Hä? Ja. Achso. Was? Wieso? Aber ich kann, wo, bei wem? Ich kann mir zuschauen. Ja, ich kann dir obwohl auch. Ich gar nicht mehr da bin. Was? Alles gefixt, gar kein Problem. Das ist alles gemacht jetzt. Das funktioniert alles.
Was ist das denn? Ich will hier endlich raus aus dem Limbo, Alter. Ich auch. Da ist der Geist kriegt gleich, glaube ich, auch keine Punkte. Oder? Ja, ich, doch. Ich, wahrscheinlich Punkte habe ich aber gekriegt. Echt? Ja. Doch. Seid ihr am Punktescreen schon oder was? Nee. Ich bin schon ich hab schon verlassen gekommen. Also mach ich jetzt auch mal. Der Geist macht jetzt hier die. Ja, ich mach auch. Weil ich kann jetzt hier eh nichts machen. Ich hänge jetzt die ganze Zeit irgendwo. Ja, ist Dead by Daylight eigentlich noch Early Access? Ja, ne? Na, ich glaube nicht. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich, ich kann ja mal gucken, ob das zu den Early Access. Ich kann nicht mal das Spiel verlassen. Es geht einfach nicht. Drück mal auf Upgrade. Ich bin immer noch in diesem blauen Bildschirm. Ich sehe immer noch den Mond. Ich bin immer noch außerhalb der Map. Ich komme da nicht weg. Was ist das denn für ein Scheiß? Müssen wir einen Folgenbreak machen und du musst neu starten. Ja. Sieht wohl so aus. Ja. Das ist toll. Das ist großartig. Okay, also, Entschuldigung. Ich kann aber wirklich nichts dafür. Es ist einfach alles, das ist einfach neu jetzt. Neue Features im Spiel. Neuland. Kommt ja auch bald neuer Killer. Da muss man sowas nicht fixen. Das ist schon okay. Unnötig. Mit dem neuen Killer kommen einfach neue Bugs. Ja. Oh geil, wie der Geist einfach oben immer noch die Glocken läutet. Da läuft die immer noch die Karte, glaube ich. Geil, kriegst du dafür auch noch Punkte? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. 3, 2, 1, hau rein. Tobi, willst du, soll ich? Tobi? Mach du ruhig. Okay, ja, da sind wir wieder. Huch, wer ist das denn? Ich 16, bin alleine. Jordi. Hey, trete an der Lobby bei. Ich bin hier mit ganz anderen Leuten. Nein, ich will nicht anfangen. Was? Nein! Ach, Gott sei Dank, ich bin jetzt zurück. Ich habe jetzt zurückgedrückt. Gott sei Dank, trete an der Lobby bei. Was war das denn merkwürdiges? Kannst du uns mal einladen? Was ist denn heute los? Ja, was ist denn heute los? Überlebe mit Freunden. So, ich mach das mal ganz kurz. Was ist denn heute los? Das ist so schön. Danke. Gut, dass wir schon angefangen haben. Ja. Da greife ich mir doch an meinen Kibbeling, ey. Ja, das können die Leute jetzt mal sehen, wie schwierig das hier ist. Manchmal Alter Pan. In der Lobby. Ja? Du hast bei mir die schönsten Schultern der Welt. Du siehst so kacke aus gerade. Menno, ich hab diese Bugs Alter, gar nicht mehr. Alter. Also heute beste Runde überhaupt. Ja, das ist, eine schön. Katastrophe. Und das beim Vorproduzieren, ey. Ja, das ist doch normal. Wäre doch langweilig, wenn alles klappen würde. Mann. Das liegt einfach daran, dass der Curry nicht da ist, glaube ich. Ja, gerade lag das da. Ja, so. Okay. Es hat Vor- und Nachteile. Tobi, wie fühlst du dich jetzt, wo Curry gar nicht da ist? Ich muss sagen, ich fühle eine gewisse Leere in meinem Leben. Ja? Oh. Ja, irgendwie schon. Es fehlt was, ne? Ja, es ist echt so. So dieses remittente Schweigen, nur um dann wieder Arschloch zu sein. Und es fehlt der mir ins Ohr schreit die ganze Zeit. Auch außerhalb des Spiels. Warte. Ich muss die Curry-Rolle, ich muss ihm das, also das bin ich ihm schuldig. So. Oh. Den Feier. Jetzt seht ihr ihn aber auch alle. Ich bin immer noch der Meinung, das ist einfach. So. Nein. Hä? Einer? Oh, mal gucken, ob ich jetzt wieder mit irgendeinem Russen in der Lobby lande. Mal gucken. Mal schauen, seid ihr das? Ja. Jirk. Yeah, nice one. Der feine Herr Terminator mit seinen Rang 19 hier. Wie schön er auch aussieht, ne? Mit seinen tollen Haaren und so. Also. Ja, ist geil, ne? Übrigens, ich habe meinen Werkzeugkoffer noch, weil ich Disconnect hatte. Ne, haben wir gerade schon festgestellt. Habe ich alles noch, Gott sei Dank. Nur ich habe keine Punkte bekommen für die Runde. Okay. Beim Tobi sieht die Jacke so ekelhaft aus. Es sieht aus wie so ein Wabenmuster auf den Ärmeln. Das sieht dann auf der Map immer so. Ja. Stimmt. Schön. Oh, könnte auch Fleisch sein. Oh, wer ist hey, das? Hey, Fita! Es ist Fita! Fita-Käse! 24, was? Ja, wir haben schon! Yeah. Geil! Hat einer gesehen, wie der Killer gerade hieß? Ja, ich nicht. Konnte man das sehen? Ich glaube nicht, ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja, wir müssen nur mal irgendwie gucken in der Aufnahme, aber ich habe nicht drauf geachtet, scheiße. Ich weiß leider nicht, ich habe nur den Mond gesehen, sonst nichts. So, wird geladen. Diese Runde muss besser werden. Also für mich zumindest. Für Tobi kannst. Der Tobi war schon am Limit eigentlich. Es ist die Eisenhütte der Qual. Also ich. Es kann nur gut werden. Ich lebe tagtäglich am Limit. Und es ist der Geist. Oder? Ist der. Nee. Nein. Oh nein. Nö, okay. Oh bitte nicht. Ich hab, wenn ich die Kettensäge höre, denke ich an bärtige Männer. Hä? Wie kann er schon hier sein? Scheiße. Was macht er denn da oben? Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Ich höre ihn, aber ich sehe. Oh Gott, er ist hier oben drauf. Warte, er ist oben auf dem Hügel. Ja, ich hab ihn gerade gesehen. Sag mal, die Taschenlampe, ne? Hilft die nur gegen den Geist oder gegen alle? Gegen alle. Du musst aber ins Gesicht ja. hängen. Okay. So. Oh nein, Fita ist gleich down, oder Fita, was? Fita.
kann Vita, sagen. Du bist unsere Hoffnung. Bitte sei doch nicht down. Oh nein. Das kann auch lieber das sein. Geht mal schnell. Und gerade Level 24, Vita. Was ist da los? Der bestimmt genauso ein gutes Glück wie ich. Oh weia. So. Vita ist der neue Tobi. Hallo. Hey, na? Du hast keine Mütze mehr auf. Nee, ich tat meine Haare jetzt kurz. Oh, das kommt. Oh, da hängt er. Vita hängt. Ja, der hängt ja bei mir auf. Ich hol den. Ich versuch den gleich zu holen. Aber achte ein bisschen drauf, ob der. Kannst du mal Bescheid sagen, ob der campt oder nicht? Oh, Vita versucht sich zu befreien. So, ich geh mal nach oben. Und es gelingt ihm. Oh, der Killer kommt zu mir. Echt? Ja, Killer kommt zu mir. Okay. Oh mein Gott. Alter! Ja, pass auf mit der Kettensäge. Wenn man eine Kettensäge macht, lauf in einem Baum oder irgendwas. Was? Vita ist tot? Vita, warum? Hä? Du bist ja jetzt schon tot. Alter, was geht mit ihm denn? Was war das denn, Tobi? Scheiße. Was ist das denn passiert? Alter, der Killer ist krass. Also entweder ist der krass oder er cheatet. Was hat er gemacht? Hat er das geschafft? Der hat mich mit dieser komischen Attacke, wo du eigentlich sprintest mit, im Stehen getötet. Was? Pan, bist du bei Tobi? Ich bin hier oben und hab einen Werkzeugkasten gefunden. Das ist aber. Was? Bist du in der Nähe von Tobi? Weil ich bin gerade hinter dem Haus gerade. Ja, ich bin im Haus oben drauf. Er campt. Er campt? Okay, er kommt. Er kommt oder er campt? Zu irgendjemandem. Er geht weg von mir. Er geht ins Haus. Ich geh mal kurz in den Schrank. Ich bin im Schrank. Jetzt geht er ums Haus rum. Geht doch nicht ins Haus. Okay, warte. Warte. Ich glaube, ich kann jetzt. Tobi? Ich kann nochmal Fluchtversuch probieren. Nein. Warte, Tobi, warte. Sehr gut. So. Tobi, Scheiße! Komm, ich versuche mal zu dir zu kommen. Also hier ist gerade. Oh, das war nicht gut. Das Herzklopfen, Vorsicht, Herzklopfen. Ja, ich habe ein starkes Herz. Hier hat er dich gesehen, Alter. Das gibt's gar nicht. Oh, ich glaube, ich habe dich gesehen, Bahn. Es tut mir leid. Oh nein, gerade Tobi, du hängst da noch eine Weile. Hey, wieso kann ich mit der Kettensäge? Ich hänge hier aber gerade ganz gut. Aber der trägt Pan jetzt gerade an mir vorbei. Ich seh's gerade. Oh nein, was bist du denn für ein Assi, Alter? Ja. Alter, jetzt bekämpft ihr euch beide. Ja. Und jetzt haut er mich noch ein bisschen. Ja, schön. Ich glaube, ich hätte auf Twitter nicht sagen sollen, dass wir spielen. Ach, komm, jetzt wurde sich Pan. Ich kann dich leider nicht holen, Tobi. Ja, nee, mach nichts, alles gut. Mach Generatoren. Versuch Generatoren zu machen. Noch hängt die Pan nicht. Ja. Der will euch als Bait nutzen. Der denkt wahrscheinlich, ich laufe jetzt in deine Richtung, mach ich aber nicht. Was macht der mit dem Tobi? Haut ihr den immer oder was? Bin tot. Macht's gut, tschüss. Jetzt schon? Wieso bist du jetzt schon tot? Oh, ja gut, ich hab schon Kampf gehabt, ne? Ich hing ja jetzt eine ganze Weile. Okay, jetzt ist er da hinten. Ich kann also vielleicht noch irgendwie mal hier so ein bisschen abhauen. Boah, ist der Typ krass. Alter, ey. Okay. Ich mach nochmal einen Generator, ne? Ja. Noch ist ja. Ich hab mich mal ein bisschen auf die andere Seite verkrochen. Ihr schafft das. Ich glaub, der achtet auch auf die. Fuck. Oh nein. Das ist nicht gut. Was sind das denn für Runden? Was sind das denn für Killer? Oh, warte, ich darf nicht zu nah am Haken. So, warte. Ich muss mich kurz in Sicherheit bringen. Da, ich sehe ihn. Ja. Der weiß, wo du bist, glaube ich. Ne, er weiß es noch nicht. Okay, er ist wieder weg. Was noch ist er nicht ganz so? Weg. Noch ist er nicht ganz weg. Der scannt noch die Area. Ach, Tobi, du siehst das ja gerade, ne? Ich seh das, ja, doch. Ich hab Thomas im Blick. Ich will ja nicht, also ich will. Meinst du, du kannst so in meine Richtung gleich gehen? Ah, ne, du willst als Generator machen, ist besser. Wenn ich nämlich jetzt gleich sterbe. Alter, ich krieg noch einen Herzinfarkt bei dem Typen. Alter. Warum hat er das Ding halt immer im Anschlag der, so? Der campt. Also der campt den Generator, meine ich. Dann gehen ich komme nicht so weg, solange der natürlich alles sieht. Oh, jetzt ist er bei mir gerade in der Nähe. Ja, ich sehe den hier die ganze Zeit. Das Problem ist einfach, der wartet, bis ich wieder zurück zum Generator gehe. Hier ist ein Generator, aber den kann ich natürlich nicht machen. Scheißdreck. Da langeiert ist. Pan, ich versuche mal zu dir zu kommen, aber über einen Umweg. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Der ist jetzt die ganze Zeit beim Generator hier hinten und campt da. Der weiß ja nicht, wo du bist. Du bist ja schon weit gekrochen, glaube ich. Ja, siehst du mich? Scheiße, jetzt höre ich gerade Herzklopfen. Jetzt ist er gerade hierher gekommen. Da hinten, ich sehe ihn, ja. Oh Gott, der ist ja auf dem Fersen. Oh!
Oh mein Gott, nein, nein, nein! Oh, der war nice. Hat er? Der war nice. Ja, warte, bis er die Kettensäge wieder machen kann, ne? Ja, ich glaube auch. Ja. Das tut er. Ah, fuck. Dreck! Boah, Alter. Ich wollte gerade noch umdrehen. Der Wiggle, ist gut, was das Zeug ist. Der hat die Säge echt schnell im Anschlag. Das ist doch wieder, das ist doch bestimmt wieder so ein High-Level-Killer, Alter. Pan, versuch mal zur Luke zu robben. Die müsste beim Haus sein, beim Großen. Okay. Die geht ja nicht auf, glaube ich, oder? Ein Generator zu wenig. Ja, stimmt. Ja, aber okay, aber man kann theoretisch ja keine Generatoren jetzt machen. Genau, also eigentlich könnte es passieren, dass die aufgeht. Versuch zu fliehen vom Haken, auch wenn du jetzt stirbst, weil ich kann dich da nicht runterholen. Das macht gerade keinen Sinn. Genau, versuch zu fliehen. Komm schon. Geht nicht anders. Komm schon. Nein. Nee, leider nein. Ich hab da nie sonderlich viel Glück. Und ja, er kommt auch gleich wieder zurück, natürlich. Gleich schlägt er mich, oder? Ja, ich bin gut hier gerade. Schlampe! Geile Geisterschlampe! Ah, der ist ja Kettensägenschlampe. Er hängt da in der Bumsschaukel, weißt du, unser Schlagmensch. So. Hier, Tobi, für dich mal zwischen die Beine. Die ja, hin. Geil, zeig mir Thomas von unten. Oder? Oder hier auf den Arsch, guck mal. Ich bin tot, ich bin tot. Okay, dann stell dich jetzt auf. Es hat keinen Sinn mehr ohne dich. Curry, wo bist du? Wir brauchen dich. Was? Ja, mit Curry haben wir viel mehr Glück hier. Aber bei dem Killer, entschuldige bitte. Jetzt guck mir den Killer an. Der hat den 24er Survivor direkt weggesneakt. Krasser Typ. 18, ja. Rang 18, krass. Verstört. Dein Terrorradius ist erhöht. Ja, sonst also der hat anscheinend so pro-girly. Hat anscheinend sehr gut gespielt. Nein, einfach nur. Ich hab die Werkzeugkiste verloren. Das tut mir leid. Alter, aber guck mal, da hatte keiner Schnitte irgendwie. So pro girly. Also, so pro girly. So, liebe Grüße, so pro girly. Ja, da hatte, wir hatten irgendwie alle keine Schnitte. Wir haben echt sau wenig Punkte nur in dieser Runde, alle. War aber echt gut. Also, muss ich sagen. Also, war wirklich sehr gut. Gut ab. Aber komische Runde schon wieder. Komische Runde. Ja, war komisch. So zum Reinkommen, das war das erste Mal zu dritt, ne? Ja. Ja, okay, wir hatten ja noch den. 30 Folgen. Ich hab seinen Namen jetzt vergessen. Ja, dann würde ich sagen, war's das jetzt, oder? Ja, ne? Ja, ne? Ich bin nicht befriedigt, ehrlich ich gesagt. Auch nicht. Ich bin nicht befriedigt. Ich will eine Runde gewinnen. Ich will nicht zwei Runden verlieren. Oh, scheiße. Ja. Ah ja, ich kann auch Punkte investieren. Ich habe leider Ausstattung verloren. Ich fühle mich gerade umringt von schwarzen Nebel. Das war nicht schön. Ich habe gar keine Items mehr. Scheiße. Ich habe leider auch alles verloren. Oh, Girlie, das ist nämlich der Übel. Oh, Girlie, ey. Hey, Girlie. So. Hey, Guru. You're my girl. Tuch der Bindung, was ist das denn? Tuch der was? Tuch der Bindung. Achso, ich hab was anderes verstanden. Ja, binden wahrscheinlich, ne? Nein, was anderes, ist egal. So. Was denn? Oh, Pan legt mich schon wieder ein, was denn los? Ach, ja, Pan, ja, für die nächste Runde dann. Also vielleicht dann. Ach so, na gut, dann join ich schon mal. Also wir würden ja theoretisch sehen, würden wir ja jetzt, ne, wir würden ja eigentlich noch eine Runde spielen jetzt, aber da wir in der Gamescom-Vorproduktion sind, genau. Dann müssen wir das die Ganze Folgen etwas so kürzer halten. Beschränken. Also tut mir leid, dass es jetzt heute nicht so. Ich bin mega unbefriedigt. Aber die erste Runde war nämlich auch extrem scheiße und die zweite Runde, na gut, aber der Killer, also So Pro Girlie war einfach echt gut, muss man sagen. Ich bin mir sicher, dass es jetzt besser wird. Und wie gesagt, der Curry, der joint uns ja gleich auch noch und dann sind wir wieder das alte Team und können uns da besser absprechen und ich glaube, das wird auch ganz gut werden. Ja. Hä? Ja, Tuch der Bindung. Was ist das denn? Alle Überlebenden beginnen die Etappe gemeinsam. Was heißt das denn? Wir stehen wahrscheinlich alle näher zusammen, oder? Achso, ja, das kann sein. Da kann der Killer uns ja direkt wegsneaken. Super. Wir haben auch gut gestartet, weil wir alle auf dieser Plattform waren, gerade in der Runde. So war hoch erhoben. So und da konnte sie natürlich sofort hin. Einfach. Ja. Das war schön. Geil. Na gut. Aber jetzt Motivation für die nächste Runde, also die nächste Folge wird auf jeden Fall besser werden. Muss ich. Ich bin mir sicher. Ja. Freue mich drauf. Ja, ich auch. Wird geil. Ich nicht, ich bin immer noch pissig in der Runde. Nächste Folge wird besser. Nächste Folge wird besser. Na gut, ja, kann man schon. Wird schon gut. Schaffen wir schon. Okay. Jetzt müssen wir es wirklich schaffen. Wir müssen beweisen, dass wir auch ohne Curry lebensfähig sind. Curry, was ist denn los? Curry! Ich lade meine Folgen auch immer, also ich lade die immer nur hoch, wenn ich ein Bild von Curry irgendwo auf dem Bildschirm aufhabe. Ich hab hier eins stehen im Rahmen tatsächlich. Ach, aber ich würde das jetzt zeigen, aber das habe ich auf den Tisch geklebt, damit das niemals umfällt. Du hast ein Bild von Curry im Rahmel.
Im Rahmel. Ja, ja, Curry im Rahmel. Da habe ich extra ein Bild gemacht. So. Schön. Vorstellungsgespräch bei der Playmassive, ganz normal. Ja. Geil, geil. Weißt du noch, Tobi, weißt du noch? Ja, ich weiß das noch, klar. Ja, klar. Ja. Weißt du noch die mögliche Prüfung? Der hat heute auf Twitter noch die Runde gemacht. Oh Gott. Oh weia, oh weia, oh weia. Na gut, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Runde wird besser. Diese Haltung war es wirklich sehr, ja, aber da geht mehr. Da geht das noch mehr. Das ist die erste Runde, wo wir alle echt unzufrieden sind eigentlich, ne? Das stimmt. War es heute wirklich mittelmäßig? Aber das Ding ist, jetzt fällt mir das auch gerade mal ein. Erik ist immer der, der als erster Killer ist, wenn wir nach einer längeren Aufnahmepause wieder zocken. Ja, weil wir immer die gleiche Runde machen, ja, oder? Die ja, Reihenfolge. Wir sind in der ersten Folge immer schlecht. Ach, das meinst du? Denk da das mal drüber nach. Ach, das meinst du. Na gut, wir können das auch gerne, wir können das auch gerne ändern. Nein, ist schon okay. Weil ich muss den Killer ja auch jedes Mal wieder neu lernen. Ne? Muss ich mal ganz kurz sagen. Ja? Ist ja auch für mich immer die erste Runde. Ach so. Und da bin ich schon so gut. Jetzt überleg mal, Tobi. Ich freue mich auf die neue Map. Ich freue mich auf die neue Map und auf die neuen Killer. Hat der Tobi mich heute ganz heiß drauf gemacht. Es gibt einen Screenshot, einen einzigen, aber der hat schon gereicht. Ende August kommt der Killer mit der Heckensäge. Nicht Kettensäge, sondern Hecken, so eine Holzsäge irgendwie. Ich weiß nicht genau. Da schneide ich mein Brot immer mit. Ja, weil das so alt ist. Oh geil, Brot, das nehme ich mit. Boah, wir müssen wieder Starbound spielen. Nachher Gamescom irgendwann. Ich glaube auch. Ja, das, wird lustig. Ja, das glaube ich auch. Okay, Freunde, wollen wir? Jetzt aber. Ja. Jetzt aber, ne? Dann okay, jetzt aber. Jetzt. Wir gehen in die Meditation für die nächste Runde und dann wird alles wieder toll. Dann wird alles wieder toll. Auf jeden Fall. Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.